Ich sitze hier im Miamimo Teehaus in Kalor und das ist ein für mich fast legendärer Ort, weil ich hier ganz viel Zeit verbringe und in all meinen drei Romanen eine wichtige Rolle spielt. Hier treffen sich Julia und Uba und jetzt auch Uba und Bobo und man kann wunderbar hier sitzen, auf die Straße gucken, das Leben in Kalor beobachten und außerdem gibt es den besten Tee der Stadt. Ich gehe hier auf den Gleisen spazieren, die nach Kalor führen. Das ist nicht sonderlich gefährlich, weil nur 4 oder 5 Züge am Tag kommen. Und wenn ein Zug kommt, hupt er A ganz laut und B sind sie ja so langsam, dass sie fast Schritttempo fahren. Also ich könnte rechtzeitig zur Seite springen. Und diese Gleise spielen in all meinen drei Büchern eine große Rolle und sie sind eine kleine Abkürzung in die Innenstadt.